Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Mäuschen, fröhlichen ersten Advent, oh ja. Advent. Wenn ein Licht da reinbrennt. Ja. Ja. Als 1 und 2 und 3 und 4, dann steht der Weihnachtsmann mit seinen 2 Anhängern vor der Tür. 2 Anhänger? 2 Anhänger. 2 Anhänger. Oh Gott. Und 4 völlig geplättete Rentiere. Ich sagte ja. Die meckern. Ich wollte eine Gewerkschaft gründen. Ich muss noch, ich sag's nicht. Ich habe schon was im Kopf, was du vielleicht bekommst, vielleicht wenn du brav bist, aber ich habe es noch nicht besorgt. Ich muss es noch besorgen. Hm. Die Zeit dann läuft. Aber husch, ne? Ja, Mann, nur. Ja, und noch schnell einpacken. Auch das. Guten Morgen, ihr Lieben. Schönen Essen. Kurze Ablenkung. Das so ist bei Annika, wenn ich ihr irgendwie nur eine Andeutung mache von dem, was ich ihr schenke, die ist so penetrant, die schafft es, du hast es schon ein paar Mal geschafft, das Geschenk vorher zu erraten. Das macht mir eine höllische Freude. Deswegen sage ich nichts. Null, niente, nada. Mhm. Meine Lippen sind verschwiegen. Verschwiegen. Verschlossen. Ich will das auch gar nicht wissen. Nee. Aber du errätst es trotzdem. Ja, wenn du da so rumfriemelst und dann so, ja. Ich hab deins auch. Ich hab deins schon. Hast du? Ja. Oh. Wo? Das sag ich dir doch nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich weiß, als kleiner Junge war ich immer so aufgeregt. Ja, ne? Und dann war ich bei meiner Oma und ich wusste, die hat so einen Schrank und ich wusste auch, dass da die Geschenke drin waren. Und das weiß ich, war ich einmal und dann habe ich tatsächlich ein bisschen gestöbert und hab dann auch was gefunden und es war so doof nachher. Weil ich musste mich ja freuen und ich habe mich auch gefreut, aber irgendwie war das doof. Nee. Ist nicht gut, ne? Nee, habe ich einmal gemacht, weil ja. Das so unglaublich nie wieder, ne? Nee. Ja, habe ich auch mal. Also echt? Nein, ja. Nee, ich glaube, hat jedes Kind. Jedes Kind hat mal irgendwann rumgestört. Spätestens, wenn dann klar war, der Weihnachtsmann kommt nicht persönlich, ne, sondern hat seine Gehilfen. Mhm. Und der Kaufhof, Hertie oder Karstadt gehört ihm. Ja, nö. Und dann guckt man, das ist wirklich, nicht so lustig. Nee, nicht so. Ah ja, Weihnachtsmann. Ja, das ist lange her, habe ich den Weihnachtsmann gespielt bei meinem großen Bruder, bei seiner Tochter, genau, da war, war Steffi noch ganz klein. Und ich habe mich verkleidet, wirklich. Ich sah so echt aus, glaubt ihr gar nicht, aber sowas von. Und dann sagt dieses kleine, freche Mädchen, du bist nicht der Weihnachtsmann, du bist doch Onkel Michael. Ja. Und? Nein, ich bin der Weihnachtsmann. Nee, bist nicht der Weihnachtsmann. Oh. Alle haben sich beölt vor Lachen, weißt du, und ich. Ja, ich habe auch meinen Onkel Klaus sofort erkannt. Hast du? Ja, klar. Hast du ihn auch enttarnt? Enttarnt, ich sofort. Ich hasse so kluge Mädchen, ich finde das doof. Tja, ist eine eigene Gattung. Und dann habe ich auch mal den. Auch so klug. Ja, ich war. Oh. Ja. Vergeht nicht, ne? Klugheit? Nein. Nee, nee. Nein. Nee. Und dann habe ich auch das unvergessen. In Hamburg wohnen wir neben einem Theater und da gibt es natürlich immer das Weihnachtsmärchen. Und dann habe ich eine Zeit lang den Weihnachtsmann gespielt, weil dann konnten die Kinder, wenn sie nach Hause gingen, bekamen sie dann vom Weihnachtsmann irgendwie einen kleinen Schokoladen-Weihnachtsmann. So. Und hat mir höllisch Freude gemacht, weil ich habe den Kleinen versprochen, was sie bekommen haben. Die Eltern, die wurden nur noch blass und rot. Du bist so gemein. Du sinistre Ratte. Du willst einen Pony haben? Kein Thema. Ja, das kriegst du. Ja, und siehst du das. Und da war da so ein kleiner Junge, der sah mich, riss die Augen auf, schrie, aber wie so ein kleiner Junge schreien kann, mit hochrotem Kopf und lief weg. Ich musste weggehen, damit er das Theater verlassen konnte. Was hat der Süße da schon für Traumata gehabt? Ja, der hat eine Weihnachtsmannphobie. So.
Ja, und eines Tages klingelt dein Telefon, ich brauche Beratung, ich habe eine Weihnachtsmannphobie. Ja. Und dann erzählt er dir die Geschichte. Was machst du dann? Ja, ich war's. Ich war der Ich war's. Weihnachtsmann. Ich war der Weihnachtsmann. Du warst dieses. Ja. Ja, ihr seht, also Adventsgeschichten, Ja. ne? Aber ich mach das, ich muss das ja. Aber heute wollen wir uns ja um ein Ja. Phänomen kümmern, was mir so ein bisschen aufgefallen ist und Tilly, glaube ich, auch. Was, glaube ich, ein bisschen mit Corona zusammenhängt und mit, aber auch mit dieser ganzen Stimmung in der Gesellschaft. Ich habe festgestellt, dass viele gerne sich einigeln im Moment. Also sonst kenne ich das eher so von meiner Umgebung, dass sie sagen, oh, das ist so ein blödes Wetter und das ist so kalt und ich brauche wieder die Mallorca-Wärme und ich würde so gerne in den Süden und die haben alle schon irgendwas gebucht und so, das fällt ja alles weg. Irgendwie und irgend, also ich höre jetzt immer so, oh, und dann, wenn das nachmittags so dunkel wird, schön Kerzen an und oh, wir haben schon Weihnachtssachen gekauft, die schmecken jetzt viel besser als Heiligabend und was man so alles so an Kleinigkeiten hört. Und ich habe das Gefühl, irgendwie dieses Einigeln macht und zurückziehen und sich so wohlig aufs Sofa kuscheln. Das macht irgendwie im Moment die Runde. Also als ob das Ja. den Leuten besser gefällt. Na, Und sagen wir mal so, wenn ich dich unterbrechen darf, ja, wir gerne. haben jetzt sozusagen offiziell die Erlaubnis. Also im Moment haben wir noch diese komische Südafrika-Variante von dem Scheiß-Virus. Und es wird schon von allen möglichen Seiten gesagt, Leute, versucht Kontakte zu reduzieren, zumindest. Ja, gibst du mir mal einen Kaffee? Entschuldige bitte. Ja, na klar, danke. Oh, Und danke. komm, ich trinke auch mal an. Ja, Prost. Prost. Wir trinken übrigens heute Kaffee und ich habe jeden von uns einen kleinen ersten Ja. Adventsteller gemacht mit Ja. Zimtstern. Natürlich, ich liebe diese Dinger. Und Butterspe Butterspekulatio. und Quarkbällchen. Oh. Total ausgewogene Ernährung, Oh, und so vitaminreich. ne? Und macht so gar keine Effekte auf der Waage. Na ja, oh Gott. Übrigens, Martina auf Facebook, da ich da ein Foto gepostet habe, auch mit ein bisschen Süßigkeiten, die sagte: Also Nussecken, Husarenkrapferl. Husarenkrapferl. Hört sich gut an. Zimtsterne, Vanillekipferl fehlen noch. Ja, Ja. oh, Vanillekipferl. Aber Oh. Husarenkrapferl, Nee, kannst du. Husarenkrapferl, aber es hört sich so lecker an. Martina, falls du uns hören solltest. Was sind Husarenkrapferl? Raus damit. Also zurück. Ich glaube, dass dieses auch empfohlen und das, also diesmal tatsächlich dieses Cocooning, so heißt es ja so schön, dieses so sich in seinen Neudeutsch, ne? Kokon, ja, sich in seine vier Wände zurückzuziehen, kann lebensrettend sein. Kann zumindest Virusangriff reduzieren sein und es gibt ja viele Menschen, die haben dann umgekehrt so ein schlechtes Gewissen, dass sie sagen, na, ich muss da aber raus. Und ich muss doch Sport machen und ich muss doch dies und muss doch das. Also jetzt ist inklusive Homeoffice sozusagen derjenige, der sich eher zurückzieht, der zu Hause bleibt, mehr der Held als derjenige, der immer noch durch die Gegend tobt. Aber es ist so komisch, dass so die Freude, dass jetzt Advent ist und habe ich also noch nie in meiner Umgebung so gehört und so gerne gesehen. Also die waren eigentlich immer so in meiner Umgebung damit beschäftigt, doch eher ins Ausland zu wollen oder Wärme zu vermissen und so. Und jetzt auf einmal. Ja. Oh, und Heiligabend und oh, und schon mal Weihnachten schmücken und eben, wie gesagt, diese Süßigkeiten, ne? Oh. So ein Wohlfühlpaket, Ja, ne? witzig, ne? Aber ich denke auch wirklich, die Welt ist im Moment draußen tatsächlich gefährlicher, als sie sowieso schon ist. So. Und wenn du denn, ich sage es nochmal, von offizieller Seite dir sogar empfohlen wird, bleib mal lieber ein bisschen anderen Leuten fern,
dann hast du die offizielle Erlaubnis, das zu Hause zu zelebrieren. Mhm. Davon mal abgesehen, ich meine, das wissen wir beide, es ist das Natürlichste von der Welt, dass wir Menschen um diese Jahreszeit, wo es früher dunkel wird, wo es kalt wird, dass wir wie von Hunderten und vor Tausenden von Jahren immer eher uns zurückgezogen haben, dort, wo es warm ist, wo es schön ist. Und dann haben wir versucht, uns zu entspannen, Sachen zu reparieren. Die Bauern, die Fischer, die Jäger haben ihre Sachen denn dazu gemacht, weil du weißt, das nächste Frühjahr kommt bestimmt und dann musst du wieder richtig mal lochen. Mhm. Also erhol dich jetzt mal ein bisschen. Es war auch die Zeit, in der man dann Stoffe gewebt hat, gesponnen hat und eben aber auch Geschichten erzählt und gesungen hat und auch Kunsthandwerk betrieben hat, wozu man dann also im Sommer nicht so viel Zeit hatte, weil man auf dem Feld gearbeitet hat oder draußen Häuser instand gesetzt hat, sich ums Vieh gekümmert, was alles so anlag. Und in dieser Zeit, das ist also eher traditionell und das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man sich daran wieder so ein bisschen erinnert. Also eigentlich der große Schwung. Also wenn wir davon ausgehen, dass der natürliche, wie soll ich sagen, das natürliche Verhalten von uns, also schon von der Evolution her, ist in diesen kalten, ungemütlichen Zeiten uns eher in die Höhle zurückzuziehen und um auch Energie zu sparen, ne? Um das zu klar, überleben. Natürlich. Dieses ganze Verhalten wurde ja eigentlich mit der Industrialisierung, mit der Zeit. Mit dem elektrischen Licht und dem Strom. Mit dem elektrischen Licht, dem Strom, dem Wecker, wurde das immer weiter zurückgezogen. Mhm. Und ein Forscher, der sich mit Schlaf beschäftigt, aber auch mit Zeitempfinden beschäftigt, hat mal so wunderbar gesagt, wir Menschen sind die einzige Gattung, die einzigen Lebewesen, die freiwillig ihren Winterschlaf verkürzen, die überhaupt freiwillig ihren Schlaf verkürzen mit Hilfe von Wecker und Co. Mhm, genau. Kein anderes Tier würde darauf verzichten. Und also versuche jetzt mal bitte nicht ein Bärchen irgendwie von seinem Winterschlaf abzuhalten. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Problem. Weil das ist für den Bären ist das überlebenswichtig. Der muss Energie sparen. Ihr seht das so manchmal so in Filmen, ne? Grizzlybär vor dem Winterschlaf, oh, richtig, boah, ne? Ich bin zwei Bären und so. Und danach sieht er aus wie ein Zottelbär, vollkommen mager und so. Das heißt, es ist ein Stück weit auch überlebenswichtig, sich jetzt zurückzuziehen. Das gehört einfach mit dazu, auch zum Lebenszyklus oder zum Jahreszyklus. Und wir versuchen immer so gegen anzugehen, ne? Ja, das ist dann so faul. Gut, wir nehmen jetzt mal Menschen raus, die unter Depressionen leiden. Es gibt die sogenannte saisonal abhängige Depression, die wirklich extrem darauf reagieren, wenn das hängt viel mit dem Licht zusammen, ne? wenn es eben früher dunkel wird. Ja. Und für die Diagnostik ist es so simpel, wenn du nämlich wirklich jedes Mal zum Herbst von der Stimmung her von einem eher depressiv wirst und das über mehrere Jahre hinweg, dann hast du das und dann gehörst du auch zum Arzt. Mhm. Und dann muss man gucken, ob man entweder mit Lichttherapie oder eben vielleicht auch vorübergehend in der Zeit auch mit Tabletten, die er versucht hat zu helfen. Die jetzt mal ausgenommen. Überhaupt also depressive Menschen, die sich sowieso sehr zurückziehen und die dann jetzt das Gefühl haben, oh Mann, also eigentlich müsste ich doch, und es bekommt mir auch gut, mit anderen Leuten zu tun zu haben. Und jetzt wieder zurückziehen, wieder zurück, wieder das ist jetzt nicht Hause. So. Nee. Es geht auch gar nicht so sehr darum, dass man alleine zu Hause ist, sondern dass man natürlich auch mit anderen zusammen sich zurückzieht. Also zusammen Tee trinkt, zusammen Kaffee. So dieses so, gar nicht so große Sachen. So einfach mit ein, zwei Personen neuen Tee ausprobieren, keine Ahnung. Eine Runde spielen, irgendwas. Musik hören. Sowas. Was eigentlich sonst immer zu kurz kommt, weil irgendwie muss das immer riesen Halligalli sein, ne? Man muss immer gleich richtig zu einer Feier gehen oder zu einer Party gehen oder
Nee, so, das geht ja auch mal so ganz, ganz Sutsche. Und Nun sind wir beide, du noch mehr als ich. Wir beide haben den Vorteil, wir sind uns selbst eigentlich ziemlich genug. ja, Also das kann man so sagen. ich komme ganz gut mit mir alleine klar. Doch, doch, doch. Also ich würde sagen, doch, ich bin gern mit mir zusammen. Manchmal nerve ich mich, aber meistens unterm Strich denke ich doch, ich komme schon klar mit mir. Ja. Ja, Aber muss es ich auch geht. sagen. Also, wenn ich so mit mir zusammen bin, denke ich auch, Mensch, Du und wir netter sind, Typ, ja. wir haben, Nette überlegt mal, Typin. du, wir haben den Riesenvorteil. Wir dürfen 24 Stunden ein Leben lang mit uns zusammen sein. Ist das nicht toll? Großartig, ja. Ich meine, Naja. da wären wir auch bescheuert, wenn wir uns nicht gut finden würden. Also, Nein, aber ich kann mich auch wirklich gut selber beschäftigen. du Also, ja, du wirst eher gnaddelig, wenn du ich bestimmt. brauche das auch. Ja. Ich brauche das wirklich. Also, ich bin absolut kommunikativ und gerne auch mit Menschen zusammen. Aber wenn ich nicht jeden Tag meine Zeit für mich auch habe, dann werde ich unausstehlich. Das brauche ich einfach. Und ich brauche auch immer Zeit, in der ich lese, in der ich vor mich hinzeichne, tüdeln, basteln, was weiß ich. Aber ich kann es nicht gut vertragen, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Menschen um mich habe, die etwas von mir wollen oder so. Ich brauche dann einfach immer eine Pause. Ja. Ne? Selbst mit deinem von deinem Lieblingsmenschen, also von mir jetzt. Absolut. Das Ich hat weiß, wenn. überhaupt nichts mit den anderen Menschen zu tun oder mit dir oder sowas, sondern das ist eher, mir ist dann das irgendwann zu viel. Und dann brauche ich einfach mal eine Runde Ja. Auszeit. Und so muss es auch sein. Und eigentlich ist das, was wir auch schon immer seit langer Zeit predigen, auch in Paarbeziehungen, ne? Der Wechsel zwischen Nähe und Distanz, zwischen etwas gemeinsam machen und dann wieder jeder macht seinen eigenen Kram. Genau. Und so ist es auch. Also dieses, und das ist schon ein Riesenvorteil, den du besonders hast, ich auch ein bisschen, dass Oh, wir, ja. ich hätte es früher nicht so Nee. gedacht. Ich hätte gedacht, ich bräuchte mehr Leute. Nee. Da Nun warst du habe ich aber ja auch viel unterwegs und bestimmt. immer so, immer auf der Flucht, ne? Aber es ist schon, also ich finde, es gibt Kollegen von mir, das weiß ich, die lieben Gruppentherapien und so. Habe ich auch alles gemacht und mache ich manchmal noch. Das strengt mich an. Es sind mir zu viele Leute. Es ist auf der einen Seite, es ist therapeutisch toll, weil da entwickelt sich ja eine Dynamik und manchmal brauchst du auch gar nichts zu tun, sondern nur beobachten oder das ein bisschen denken. Aber ansonsten, du hast eigentlich als Therapeut, hast du weniger zu tun, als wenn du jemanden direkt eben 15 Minuten vor der Nase hast. Also du kannst dich auch mal zurücklehnen und die machen dann. Trotzdem fand ich das, und wenn du dann so Wochenenden und dann hast du dann noch abends mit denen zu tun und du bist von morgens bis abends. Es gibt Menschen, die können das gut, die fühlen sich dann so wohl. Ich muss sagen, mich strengt das an. Ich fand auch diese Fortbildung sehr, die finde ich sehr anstrengend, weil du bist ja auch noch in den Pausen miteinander und dann wird noch weiter gefachsimpelt und dann geht es noch abends zusammen in die Kneipe oder was weiß ich. Und dann bist du ja, hast du ja nicht immer das Glück, ein Einzelzimmer zu haben, sondern manchmal dann eben auch noch so mit anderen zusammen. Und dann geht es da auch noch weiter. Also nach 2 Tagen bin ich so weit, dass ich Sachen schmeiße. Ich brauche, dann sehe ich schon immer, dann merke ich, dass ich mich aufs Klo verziehe oder so. Ich brauche einfach dann mal eine Viertelstunde für mich. Und dann, oder ich setze mich ab und gehe ein bisschen spazieren oder so. Das hat nichts mit den anderen zu tun. Es geht einfach darum, ich brauche manchmal Zeit, um das sacken zu lassen, Ja. was man so erlebt Ja. oder was man gehört hat. Da muss ich noch mal kurz so drüber nachdenken und dann durchatmen und nächste Runde. Ich meine, unser Nervensystem ist sowieso eigentlich immer on. Gerade in solchen Sachen. Ne? Und Annika hat ja früher als Fotoproduzentin gearbeitet. Habe ich sie auch oft besucht im Fotostudio. Das heißt also, neben lauter Musik und dies und das und tausend Leute. Und du hattest ja noch Verantwortung nebenbei. Ne? Ja. Das heißt, das Ding, du hast es ja noch mal geleitet. Und dann bis abends, bis spät in die Nacht. Und ich weiß bei mir, wenn ich so
was ich Voice of Germany zum Beispiel gecoacht habe. Das geht dann mal gerne mal morgens um 9 los, mhm, oder vielleicht ein bisschen später, aber dann auch gerade bei den Live-Shows bist du dann bis abends um 11 zugange, manchmal noch länger. Mit dieser zum Teil, also ich bereue es nicht, das war ganz toll, aber du hast diese, auch die laute Musik backstage, du hast so viele, du hast ständig Leute um dich rum. Wow. Und da musst du eben, da musst du wirklich dann abschalten können nachher. Weil die ja auch alle was möchten. Na, du musst ja die ganze Zeit sehr konzentriert sein. Und das über sehr viele Stunden. Ja. Und das meine ich, also irgendwann muss man auch die Kraft wieder sammeln. Das kann man nicht tagelang so durchziehen, ohne Pause, ohne sich mal einen Augenblick zurückzuziehen in sich selbst. Und deswegen jetzt diese Zeit, und wenn man die Möglichkeit hat, so wie wir jetzt im Moment, das zu zelebrieren, diese Zeit, sich zurückzuziehen, das zu genießen, Kerzen anzumachen, also so auch da, ne, das alles in Ruhe zu machen, das ist so balsam für die Seele. Es sei denn, andere, also es gibt eben Menschen, die können es überhaupt nicht vertragen. Die brauchen das auch. Ja. Aber ich weiß eben aus eigener Erfahrung auch, dass sich manche da ziemlich pushen. Also entweder, weil sie den ganzen Tag Kaffee trinken oder noch zu anderen Sachen greifen. Ja. Damit eben genau das nicht passiert. Damit sie nicht durchhängen oder so. Denn es kann mir keiner erzählen, dass die nicht genauso wie ich irgendwann mal eine Pause brauchen. Ja. Zu wenig Schlaf und dann nächsten Tag wieder und dann diese Reizüberflutung, Lärm, Krach, Lichter. Also. Ja. Das ist eigentlich nicht, widerstrebt auch ein bisschen der Natur. Also diesen natürlichen Mythos. Da gibt es natürlich Menschen, die sind high sensitive, also hochsensibel, die. Weiß ich auch, ich hatte mal eine Sängerin, die habe ich auch begleitet, die konnte das auch gar nicht ab. Die hatte, neigte auch dazu, leider bei schnellen Lichtwechsel einen epileptischen Anfall zu bekommen. Ja, toll. Ja. Ach, schön. Krass. Ja, ja. Das ist nicht gerade günstig in diesem Job, sowas, ne? Nee. Ah, ja. Ja, und das, da muss, ich denke, da muss jeder auch so ein bisschen aufpassen und so ein bisschen sich um sich selbst kümmern. Und auch aufpassen, dass er nicht den ganzen Tag unter Stress ist, sondern sich wirklich um Pausen kümmert und wirklich mal zurückzieht. Wir können das nicht. Wir können uns prügeln, eine ganze Zeit. Also unser Gehirn, unser Körper ist wunderbar. Der nimmt das, also manchmal über Jahre hinweg, macht er das mit. Und du merkst diesen Stress gar nicht mehr. Für dich ist das normal. Richtig, es ist Normalität. Genau, wie auch ein zu hoher Blutdruck ist für dich Normalität. Wenn es dann entdeckt wird und du kriegst Blutdrucksenker, dann denkst du auf einmal, was ist denn hier los? Aber das ist, auf was sie sich dann in der Regel einstellen, ist dann so das, was dein Körper eigentlich als relativ gesund empfindet. Und du bist es eben gewohnt, so hochtourig zu laufen. Deswegen jetzt diese Zeit, die wir haben, gerade jetzt, zu nutzen, um runterzukommen. Auch das zu üben, ein Stück weit zu üben, das ist auch Trainingssache. Also, und wenn du merkst, deine Gedanken fangen schon wieder an, Kompasse zu spielen und du kannst es überhaupt nicht vertragen, dann gerne Entspannungsübungen. Gibt es jetzt im Internet so wunderbare Apps, die for free zum großen Teil, wo du, wenn du die richtige hast, wo du wirklich lernst, auch runterzukommen. Also lernen, wenn du das noch nicht kannst, lern wirklich sowas wie Meditation, was nachweislich. Da muss man aber auch das Richtige für sie suchen. Ja. Ich hatte eine Werbung gesehen, ich habe so gelacht. Es tut mir ja leid, aber ich bin ja nicht immer so, wie soll ich sagen, die richtige Zielgruppe, aber dann so mit so salbungsvoller Stimme. Und das war dann so, und du merkst, wie alles sanft wird. Oh. Wie wird denn alles sanft? Also warm oder weich oder sowas. Sanft. Du merkst, wie alles sanft wird. Deine Gedanken werden sanft. Dein Leben wird sanft. Und so. Ja, fand ich ganz großartig. Und das dir, ne? Und das mir. Da hab ich so das muss ich euch erzählen. Wir nehmen ja mal, hallo, ich bin Manfred auf, ne, Annika und ich. Und Annika spricht Manfred, unsere sprechende Stoffrate.
Und am Ende kommt immer eine kleine Traumreise. Ja. Und da haben wir aber vorher gesagt, pass mal, auch bei der Traumreise kann Manfred gerne noch ein bisschen miterzählen. Das machen wir manchmal, ne? Dann ist er eben noch so mit dabei. Und ich leite dann diese Traumreise ein, auch so mit dieser Stimme und Entspannung. Und so. Auf einmal meine Kleine, ich denke, was ist das denn? Die fängt da an, du gleichmäßig zu atmen, die Augen zuzumachen. Manfred hätte längst schon irgendwas sagen sollen, aber was war das? Manfred ist eingeschlafen. Echt so. Oh, diese salbungsvolle Stimme, wenn du die einstellst, echt, das dröhnt da du und du säuselst vor dich hin. Oh, und ich war so angemüdelt. Der Tag war so anstrengend und dann noch das. Und echt, und ich sehe sie mir im Bar. Ich kann mir auch schlecht sagen, Annika, aufwachen. Nee. Und du hättest ja doch sagen können, Manfred, jetzt ist Manfred eingeschlafen. Stimmt, nächstes Mal, das mache ich. Der schlägt auch immer zum Schluss ein, der Kleine, und fing dann ein bisschen zu schnarchen. Ja. Ne? Ja. Ja, genau so. Ja. Oh. Aber zu Anfang machen wir immer die Übung auf dem Kissen. Ja, und ja, wir zum atmen. Kleines Meditationskissen. Ja. Und wir atmen ein durch die Nase und aus durch den Mund und sagen eins im Kopf. Ach, Wahnsinn. Das habe ich auch ständig um mich rum jetzt und ständig im Kopf. Ja. Aber Leute, ihr müsst irgendwie zugeben, wenn ihr euch das mal so vorstellt, wie wir beide hier so vor Mikrofon sitzen und dann auf Manfred machen. Also ja, wir haben so viel Spaß dabei. Ja, das muss man wichtig sagen. Mhm. Es macht, also ganz davon abgesehen, dass es auch noch so befriedigend ist, weil es für die Stiftung Kinderjahre ist. Also man tut auch noch was Gutes richtig. Ja. Und wir haben da so einen tollen Kunden und das ist alles so richtig gut. Aber das macht uns auch so viel Spaß. Ja. Also ich glaube, das merkt man auch. Ja. Übrigens, ach ja, wo wir bei Manfred sind, ist ja egal. Mittwoch ist der erste. Da hat das Manfred, ist schon, ne? Ja. Gott. Da hat Manfred wieder seinen jährlichen Online-Adventskalender. Ja. Also, ich werde es noch rechtzeitig noch mal ein bisschen posten und bewerben. Also Mittwoch ist nicht nur Manfred sowieso bei Mittwoch 16 Uhr, sondern am Mittwoch ist auch sein Mannys Online Adventskalender online. Kann man auf der Homepage auch sehen. Genau. Hallo, ich bin Manfred. Ja. Und das Ganze fängt an mit dem Lied. Ja. Was? In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, ja. Das kennt ihr, ne? Von Rolf Zukowski, na klar. Ach. Und ich hole meine alte Klampfe raus, Leute. Oh je, 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 je. Ich habe Jahre nicht mehr gespielt und die Finger taten weh. Ja, ne? Und so ganz sauber ist das auch nicht, aber ist egal. Aber es macht Spaß. Das ist auch so Sachen, ne? Dass wir das wiederentdecken, auch zusammen wieder ein bisschen Musik machen. Ja, genau. Es ist so herrlich. Und gerade es gibt ja eben auch nicht nur die Weihnachtslieder, die man so kennt, die ich alle übrigens wunderschön finde. Ich mag ja Weihnachtslieder sehr gern. Sondern eben auch sowas noch. So neueren Datums. Und dies mit der Weihnachtsbäckerei ist sehr niedlich. Ja. Finde ich gut. So, das gehört auch mit dazu. Ja. Zu diesem Einkuscheln, also dieser Rückzug und dies mit dem Podcast und Manfred basteln und so, das gehört ja auch mit zu diesem so ein bisschen Rückzug. Ja. Bisschen für sich, Cocooning. Ja. Dieses schöne Wort. Ja. Also letztendlich, was wir beide sagen wollen, gönnt euch das, wenn ihr es könnt. Wenn ihr es genießen könnt, wenn ihr es noch nicht genießen könnt, dann versucht es. Es haben uns ja auch ein paar Leute irgendwas geschrieben. Ja, stimmt. Ach ja, Mensch. Und du hast mir noch gar nicht erzählt, was doch geschrieben wurde. Doch, also Martina, ne, hat noch mit den Husarenkrapferl. Ach ja, die Husarenkrapferl, da weiß ich. Ja. Hat Karin geschrieben, ich finde das frühe Dunkel wird nicht schön. Aber bin trotzdem viel draußen mit dem Hund, gerade 2,5 Stunden um den See gelaufen bei Schneeregen. Wir trotzen dem November-Blues. Ja, mein Schneeregen, es gehört eigentlich
zu dieser Bäh-Seite. Aber trotzdem, und das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe keinen Hund, aber ich laufe auch ohne Hund. Mhm. War auch letztens unterwegs und ich werde heute auch nochmal unterwegs sein. Wenn man sich erstmal aufgerafft hat und die richtigen Klamotten, das ist wichtig, ne? Dass du vernünftig jetzt mit so Sportunterbüchsen lang und Sport, also es gibt da tolle Sachen, damit du warm bleibst. Und wenn du dann auch durchaus auch so ein bisschen von diesem Schneeregen abbekommst, so auf die Haut, das ist was ganz Eigenes. Ist eben Wetter. Es ist Wetter, du bist knallwach und du spürst das Wetter auch, du spürst alles. Und dann der Moment, wenn du dann wieder nach Hause kommst, und dich unter die Dusche stellst und dann hinterher noch mal ein zweites Frühstück oder was auch immer. Leute, ich motiviere mich, weil ich weiß immer, wie gut es mir bekommt, wenn ich wieder dann auch zu Hause bin oder wenn ich auch unterwegs bin. Dann bringt er immer ein paar Brötchen mit von oben. Genau. Und dann gibt es immer eine zweite Runde Frühstück mit Brötchen. Ja, genau. Oh, das ist ganz toll. Aber zur Motivation, dieses, wenn du das Gefühl mal gehabt hast und du weißt, wie gut dir das bekommt, auch bei dem Wetter unterwegs zu sein, dann reaktivier das Gefühl und dann geht's los. Abends vorher, das mache ich auch regelmäßig, dieses Sportklamotten gleich parat stellen, damit du nicht erst stundenlang suchen musst, sondern wirklich parat hast, so morgens aufstehen, duschen, Zähne putzen musst du alles gar nicht. Vielleicht, wenn du willst, was frühstücken. Ich glaube, oft auch nüchtern, also ohne Frühstück. Gott. Ja. Ja, du magst das, gut. Ne? Ja, finde ich gut. Oder eben was, wie es gut, wie es gut bekommt. Und dann raus. Und es muss nicht schon lang sein, das reicht dann nur eine halbe Stunde, eine Viertelstunde meinetwegen. Aber das Gefühl so draußen und sich ein bisschen auszutoben, das ist richtig gut. Und dann wieder zurück ins Heimelige. Ja, und es gibt andere Menschen, die in der Zeit dann sagen, Gott sei Dank, der Kleine ist draußen spielen, Ruhe ist es, es ist nichts, kein Lärm, es fällt nichts runter, alles ruhig. Und dann kann man sich nochmal so richtig einkuscheln. Das genieße ich. Gerade so sonntags morgens, wenn du denn nach dem Podcast so nochmal eine Runde düst und ich kuschel mich nochmal ein. Das liebe ich. Finde ich toll. Dann gibt es aber auch wirklich jetzt die negativen Seiten. Also Jessica schreibt, ich leide sehr darunter, unter dieser Jahreszeit. Ja. Und Waltraud schreibt, und das tut mir richtig leid, ich vermisse meinen geliebten Mann so sehr in dieser Zeit. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich habe so oft richtige Panikattacken, weil du hattest ja ein Aneurysma. Das ist ja nun nicht so lustig. Und da habe ich richtig Panik, dass irgendetwas wieder passiert. Nun bist du in sehr guter Betreuung und du bist topfit und siehst wirklich sehr gesund aus. Und die sind alle ganz begeistert mit deinen Blutwerten. Das wird mir auch ständig vorgehalten, dass er ja so fabelhafte Blutwerte hat. Und so alles gut, aber trotzdem, und das war auch eine Zeit, wo du ganz furchtbar viel gearbeitet hast und wo du wirklich so gestresst warst, das war schon nicht mehr feierlich. Und also das, ja, aber es ist trotzdem diese Angst, dass man sich verliert, die ist da. Und deshalb kann ich das so unglaublich gut nachvollziehen, wie dieses Gefühl dann sein muss oder ist. Und also das, war das nicht, dass ich die Namen wieder falsch mache? Nein, das war Waltraud. Waltraud. Da hat Waltraud mein tiefstes Mitgefühl. Ja, meins auch. Ne? Da gibt es auch nichts schön zu reden. Nein. Das ist. Nein. Und gerade in dieser Zeit, gerade wenn man auf sich zurückgeworfen wird, du wirst ja, wenn du was macht das psychologisch mit einem, ne? Wenn man also sich zurückzieht, man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt einmal positiv, ich muss mir selbst genug sein, aber auf der anderen Seite heißt es auch, ich
muss mich auch oder ich beschäftige mich auch mit den Dingen, die in meinem Kopf umherlaufen. Das sind Verletzungen, sind vielleicht auch schöne Gefühle bei dem einen oder anderen, aber es sind Verletzungen, es sind Trauer, Wut, all solche Dinge kommen da sehr zum Tragen, weil du dich nicht anderweitig abarbeiten kannst. Und sie, deine Gefühle und Aggressionen oder Trauer oder sowas nicht deckeln kannst. Also du kannst dich auch nicht so schön ablenken, sondern du bist mit dir allein. Und dann hat man ja auch meistens an diese Zeit sehr schöne Erinnerungen mit dem Partner zusammen. Gerade weil man sich zusammen mit ihm eingeigelt hat. Na? Ja, jetzt kommen die Feiertage. Ja. Die hat man auch meistens dann noch zusammen verbracht. Mhm. Also das ist eigentlich ein Trauerparcours, das Ganze. Ne? Da wünsche ich an die Waltraud und auch andere, die in denen es jetzt nicht. Ja. Also ich wünsche euch, dass ihr ein paar Leute haben, muss nicht viel sein, ein paar Leute habt, die gut mit euch umgehen und die das auch verstehen und nicht nur billig irgendwie Trost machen oder euch nur mal so zum Kaffee einladen. Ja, ist auch schön, aber seht zu, dass ihr wirklich so ein Netzwerk habt und pflegt das, versucht es auch ein bisschen zu pflegen. Und bitte Leute, wenn da irgendjemand drunter ist, der sagt, ach Mensch, das wird schon wieder, Mensch, haut ihm eine Badematte um die Ohren. Genau, hau ihn also auf die Nase und wenn er sagt, ah, was machst du, dann kannst du auch sagen, das wird schon wieder. Wird schon wieder. Also ich finde, im Trauerfall ist das ein richtig Das ist die Hilflosigkeit der anderen. Mhm. Ja. Was ich mit Menschen gern mache, die zu mir kommen, weil sie eben trauern, weil sie jemanden verloren haben, ist, dass ich versuche, denen die Erlaubnis auch zu geben, ganz offiziell psychologisch, dass sie mit denjenigen, den sie vermissen, auch weiterhin in Kontakt bleiben, im Kopf. Oder sie können auch, wenn sie allein sind, mit ihm auch reden. Das ist egal. Der das hatten wir ja letzte Woche bei Tod und Sterben und so schon besprochen. Aber es muss nochmal sagen. Also ja, es ist kein Zeichen von Verrücktsein oder sowas, sondern nein, derjenige ist körperlich nicht mehr da. Aber seelisch ist er natürlich da und du hast immer noch eine Bindung zu dem, dass du dann versuchst und dass du dir auch vorstellst, wenn er dich das so sieht, wenn du so traurig bist, was würde er dann zu dir sagen? Und in der Regel wird er sagen, weil er dich liebt, komm, also sieh zu, greif dich auf, mach was, besuch jemanden, telefonier, mach du, ich kann dich so traurig nicht sehen. Also ich kann mir immer auch nicht vorstellen, dass jemand, der verstirbt, dass der möchte, dass man so leidet und so, sondern ich glaube, wenn man sich wirklich lieb gehabt hat, dann möchte man auch. Das weiß man von sich selbst. Mhm. Man möchte ja, dass das dem anderen gut geht und so. Genau. Und das hört ja nicht auf, nur weil der andere nicht mehr da ist. Nein. Also gib dir die Erlaubnis. Psychologisch hast du die von uns. Und mach das aber, sieh auch zu, dass du wirklich so ein kleines, feines Netzwerk hast von Leuten. Und wenn jetzt Weihnachten kommt nun mal, nützt nichts. Und dass du auch schon mal so ein bisschen planst, wie du die Feiertage verbringst. Das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag unterwegs sein musst, wenn du das nicht willst, aber sieh zu. Also 3 Tage können ganz schön lang werden. Ja. Und das ist diesmal, glaube ich, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Richtig, ja, Freitag Heiligabend, ja. Also wenn das jetzt nicht so eine Bedeutung für einen hat, ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt wirklich auch so eine Geschichte war, wo man vielleicht früher mit der ganzen Familie und auf einmal ist alles, wer weiß wo, Partner vielleicht auch nicht mehr da und so. Und die Kinder leben keine Ahnung wo. Also das ist schon nicht so einfach. Nee. Aber dann macht es wirklich Sinn, auch vielleicht zu planen, dass man doch irgendwie einen besucht oder mit Freunden zusammen oder sowas feiert oder. Und umgekehrt diejenigen, die eben wissen, dass da jemand alleine ist, vielleicht das erste Mal auch, weil jemand frisch gestorben ist, kümmert euch umeinander. Ja. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt, wenn derjenige dann sagt, oder diejenige, nee, ich möchte lieber alleine bleiben, akzeptiert es, aber sagt, wir sind da. Mhm. Und du kannst wirklich, also drängelt nicht, weil es manchmal auch blöd für jemanden, der jemanden verloren hat, jetzt so auf fröhlich und Heiligabend und der wird am liebsten alleine sein oder heulen oder sowas. Das ist für den manchmal auch anstrengend, denn so
weil du das Gefühl hast, du willst ihn jetzt auch nicht die Feier verderben. Also seid feinfühlsam. Mhm. Und das muss auch jeder selber sehen, wie er das macht. Genau. Na? Also, wenn da jemand ist und der will sich Heiligabend alle Familienfilme angucken, dann ist das so. Ja. Wenn er lieber mit der Familie feiern will, dann ist das auch so. Gibt auch alternative Weihnachtsfeiern. Ja, klar. Also man kann auch mal im Internet ein bisschen gucken und so. Das ist also keiner, es muss nicht, man muss nicht alleine feiern. Nein. Also es gibt ja auch viele, die das Gefühl haben, ich finde ja auch nichts und da ist niemand und so. Nein, das muss nicht sein. Also, aber man kann mal im Internet gucken, auch unter der Stadt. Oft wird da ja auch was organisiert von der Kirche oder oder von einigen, von Selbsthilfegruppen und keine Ahnung, dass man da mal guckt. Ja. Mehr Generationenhäuser und so, die organisieren auch. Manchmal auch Theater und so. Ja. Auch Stadtteiltheater. Es gibt ja oft, also in Hamburg zum Beispiel gibt es ja doch einige Stadtteiltheater. Und die, einige davon, auch die machen auch Silvester was. Und da hat man ja eigentlich immer so ein bisschen Anschluss. Weil das ist recht überschaubar und klein. Und dann, also wie ein Horn zum Beispiel oder so. Und das ist dann ganz toll, weil dann feiert man mit den anderen zusammen. Und da lernt man dann auch andere Leute wieder kennen. Genau. Ne? Anja schreibt, ich genieße zurzeit meine Wochenenden in vollen Zügen. Tee, Kekse backen, Couch, Strickzeug. Und es tut einfach so gut. Und dann hat sie so schön ein Foto geschickt und ein Foto mit Plätzchen. So mit Plätzchen, mit Herzen drauf und so. Oh, nee, ne? Süß, ne? Oh, das sind so runde Plätzchen mit knallroten Herzen drauf. Ja, so gehört sich das. Und die Herzen sind scheinbar selbst gemacht, weil die sind so ein bisschen unregelmäßig, so richtig so. Ich liebe das selbstgemachte Plätzchen, ja. Oh. Also das ist so Anja, ne? Die sagt, sie macht das so ein bisschen ähnlich wie wir auch. Und das macht total Spaß, da hat sie recht. Das machen wir hier auch, backen und machen und tun. Aber im Moment wollen wir müssen heute unbedingt, das wollen wir beide, müssen wir unbedingt ein bisschen Weihnachten dekorieren. Ja. Wir haben noch nicht Weihnachten und Advents dekoriert hier. Wir haben nämlich aufgeräumt. Und wenn man damit anfängt. Ich kann euch sagen, was mir verkam hat. Ja, ja. Und Song of Smiling auf Instagram schreibt, gerade zu dieser Jahreszeit fahren die Gefühle immer wieder Achterbahn. Einerseits sind da die schönen bunten Lichter und gemütlichen Stunden, andererseits zieht man sich immer ein Stück in seine eigene Gedankenwelt zurück und denkt zwangsläufig über das vergangene Jahr nach. Welche Erwartungen hat man erfüllt? Wo hat man sich mehr erhofft? Wie hat man sich vor einem Jahr das aktuelle Jahr vorgestellt und sich gesehen? Man denkt an die schönen Momente zurück, aber auch immer wieder an alles, was man nicht erreicht hat. Da innezuhalten und sich auf das Hier und Jetzt zu besinnen, auf das, was wichtig ist, ist nicht so immer leicht und doch so wichtig. Wow. Danke, Song of Smiling. Ich hatte doch letztes Mal, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal auch schon was von Song of Smiling vorgelesen, weil ich das so toll fand. Ja, schön. Und das ist toll formuliert, also wirklich richtig gut, finde ich das. Aber er hat ja vollkommen recht, oder? Ja, wirklich, wirklich. Es ist so, das ist auch diese Zeit. Ja. Na? Ja. Und wenn du so beim Keksebacken bist und oder beim Schmücken und so, das ist ja doch eher ja fast kontemplativ, ne? Und man ist so ein bisschen angehalten, das auch sorgfältig zu machen und kannst ja nicht deine Eichhörnchen wie, ich habe Alu-Eichhörnchen, die hänge ich immer in so Zweige, die kann ich nicht einfach da in den Baum werfen. Die muss ich sorgfältig da reinhängen. Ja. Und also wir haben, ich glaube, Weihnachtsdeko für gefühlt 10 Bäume. Mindestens. In verschiedensten. Was wollt ihr haben? Wollt ihr in Alt-Wien oder wollt ihr in lustig amerikanisch oder was?
Ne? Wir haben da verschiedene Designs zur Auswahl. Ja. Ja. Dieses Jahr wird's romantisch. Ja. Mit Holzengeln und so in der Richtung. Aber auch ein bisschen modern in einer anderen Ecke. Mhm. Mit so Lichthäusern und so, das mache ich auch so gern. Das mit dem Licht, das ist wahr. Song of Smiling auch geschrieben bei dir. Ja, das ist toll. Also ne? Die Jahreszeit hat viel mit Licht zu tun. Ne? Extrem. Wir haben jetzt auch heute Morgen schon Kerzen an. Ja, immer Kerzen. Oh, ich habe Kerzen gekauft ohne Ende. Ja, so kleine Tannenbäume, so aus Metall und so, ja, wie soll man sagen, das ist so, sieht aus wie so Tannenzapfen irgendwie. Ja. Aus Metall und da kommt so eine kleine Kerze rein. Die ist ganz niedlich in so verschiedenen Höhen. Und das sieht alles irgendwie gut aus, ne? So, Süße. Da hat sie recht. Also es, oder er. Sie ist Annelie, Christine. Song of Smiling. Ah ja, okay. Ja, Viola Zimmer. Ja. Und hat sie vollkommen recht. Dieses Licht und das ist so wichtig. Und das bestimmt diese Zeit auch, die Beleuchtung. Mhm. Also deshalb, Manfred wünscht sich ja auch ein beleuchtetes Rentier. Ah, Manfred, ja, Kita, natürlich. Recht groß. Natürlich, klar. Ja, warum so auch? Einmal ein Meter oder so. Ja, ja. Was wir denn draußen auf dem Balkon hängen können. Selbstverständlich, na klar. Entschuldigung. So, dann Besteck. Gut, ihr Lieben. Das war die Sendung zum ersten Advent. Mhm. Der Rückzug in die Teestunde. Das ist für alle irgendwie was Schönes. Oder sollte, ist, nein, so, das ist falsch gesagt. Es sollte für alle, wäre, oder es wäre schön, so. Es wäre schön, wenn es für alle eine schöne Zeit wäre. Ja. So. Und die wünschen wir euch und jeder kann ein bisschen was dazu beitragen. Ja. Auch wieder, ne? Immer mal ein bisschen links und rechts gucken. Mal an den anderen mehr denken als an mich selbst. Wäre gut. Vielleicht auch mal jemanden einladen oder so. Ja, vielleicht auch auf die Idee wird ja noch gar nicht gekommen. Macht ihr aber mal. Und es kann sein, dass ihr überrascht werdet. Ne? Also viel, viel Spaß. Auch heute am ersten Advent. Ja. Genießt den Tag. Geht vielleicht noch ein bisschen raus. Uns wurde ja Schnee versprochen. Ich sehe immer noch keine nicht eine Flocke. Vergiss es. Ja, ne? Ja. Scheibenkleister. Schreibt uns mal, bei wem Schnee liegt. Das würde mich interessieren. Ja, ja, gibt es irgendwo eine Ecke, wo richtig Schnee liegt in Deutschland? Bestimmt. Ja, auf dem Brocken. Mann, nein. Ich hätte so schreibt gern. Schreibt uns und ja. Mensch, schickt uns doch in den Schnee rüber. Ja. Ne? Okay. Ihr Lieben. Und wir hören uns. Ja. Und Mittwoch, am Mittwoch? Mittwoch ist Manfred. Und macht schön euer erstes Türchen am Mittwoch auf. Ja, wichtig. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich auch. Am zweiten Advent. Wieder bei Psychologen beim Frühstück. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.